Hi Leute und herzlich willkommen zurück zum Mondschein. Und zu dieser Truhe sei gesagt, diese Truhe zu öffnen sollte das letzte sein, was wir in diesem Spiel tun sollten. Warum und wieso, bla 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 bla, werdet ihr dann wahrscheinlich irgendwann mal vielleicht erfahren. Und jetzt sehen wir jetzt als Ziel, hier rauszulaufen. Ich glaube, der Ausgang war auch nicht so weit weg, also machen wir das mal eben kurz. Gut, und dann nehmen wir uns als nächstes eine Quest in der Höhle vor. Denn wie ihr wisst, wo haben wir das? 2 Kohle, 1 Holz, 1 Topf. Und wir brauchen noch ein Holz, glaube ich, und dann brauchen wir noch ein Item und dann können wir einen Quest erfüllen. Welchen Quest sehen werden wir dann? Das werden wir jetzt noch sehen. Das ist alles ganz super toll, weil wir brauchen das alles. Hurra, hurra, hurra. Ich habe mich nämlich etwas schlau gemacht. So. Aber erstmal hier wieder rein. Hi, Höhle. Lange nicht mehr gesehen. Ich hasse dich, wie die Pest. Damals das Mittelalter hasste. Egal. Ich kämpfe mal wieder. Hurra. Yay, ein weiterer Kampf wäre geschafft. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon gesagt habe. So, hurra, Level up. Yay. Und das ist eben verreckt, aber was soll's. Das ist einfach nur unfair, wenn diese Latzhosenmänner, die sind echt gemein. Vor allem, die sind sehr resistent gegen alles, haben viel Leben und können die Attacke, damit sie einen, sofort umbringen. Das ist einfach nur assig. So. Und du kriegst hier mal schön, liebe Ki. Erstmal Geist auf über 500. Nett. So. Sehen wir zu, dass wir hier irgendwie ein Gott. Ach, die Kämpfe gehen mir jetzt schon wieder mal auf den Sack. Egal. Machen wir uns auf den Weg, so schnell wie möglich aus dieser Höhle rauszugehen oder irgendwie weiterzugehen. Stimmt, ich wollte die Höhle eigentlich noch weiterkunden. Weil ich einerseits will ich auch raus. Moment, noch Upsala Werte und dann nicht Finn, sondern Ziff. So. Denn wir. Ich wollte. Verdammt, jetzt habe ich echt den. Oh Gott, was tue ich hier eigentlich? Ich wollte hier noch mich weiter umsehen und so, bla. Du! Schon wieder. Geht's allen gut? Ach, egal. Aufs Maul! Da, Evil Monster! Ja! Ah, schön. Ein weiterer Kampf. Ich glaube, das sollte mein neuer Slogan werden. Ein weiterer Kampf wäre wieder übergeschafft. Lülülü, Level 35, hurra, hurra, hurra! Okay, das war etwas übertrieben. Egal. Warum gehe ich zu Kevin Finn? Oben steht und egal. So, du hast jetzt mal über 500 Angriff. Dann geben wir dir alles nochmal auf Geist. So, das ist alles schön und gut. Keine Ahnung, ob ich das auch Agilität gebe. Egal. Geh mir aus dem Weg, du Knilch! Sei verdammt! Sieg! Yay! Antivenom, hurra! Jetzt lass mich endlich weitergehen. Oh, stop and go, stop and go, stop and go. Ich muss auch schon nach Geheimausgängen quasi halten und. Kämpf nicht gegen mich, du Arsch! Ihr seid also scheiße. Na gut, der Kampf war wenigstens mal einfach, weil einfach kein Latzhosenmann dabei war und alle One-Hit-Opfer waren. So, egal, lass mich jetzt weitergehen. Kämpfe nerven so oder so. Meine Fresse. Ach, da hätten wir mal was Neues. Ein Kampf! Ich drehe noch durch. Oh Gott. Hurra! Kampf. Geschafft. Yay. Lass mich weitergehen. Danke. So, waren wir hier rechts schon mal? Nö, oder? Nö. Hier waren wir noch nie. Wow. Hier waren wir echt noch nicht. What the? Okay. Gut, was bringt das? Lame. Egal, können wir verkaufen, kriegen wir viel Geld für. So, was gibt's hier aber noch? Ach, ein Gegner wird's erwartet. Wollte ich nicht irgendwie. Ach ja, Mineralwasser hier frisst. So. Vorbeikommen wir an denen sowieso nicht, oder? Und wenn dann. Nein, wenn dann kommen wir hier so vorbei, aber. Es funktioniert nicht. Natürlich nicht. Ja, Mann, ey. Wie schon tausendmal auch schon gesagt, die Kämpfe sind nicht so schwer, wenn da One-Hit-Opfer dabei sind. Oder nur aus One-Hit-Opfer bestehen. Egal. Was wollte ich hier noch machen? Kommen wir mal hier runter. Schleim und blaue Kristalle, cool. Was gibt's aber wirklich hier? Schleim und Monster. Schleim und Monster. Hä? Kann man, das ist doch eigentlich so ein Gang nach unten gehen, Dingsbums. Ihr wisst schon.
Okay, aber hier anscheinend soll es irgendwie einen Stein darstellen. Sonst ist es unter den RPG Maker Sets eigentlich als Höhlenuntergang gedings, aber egal, Leute, ich mach das mal eben. Das, was ich eben sagen wollte, war das, wo ich eben gegengelaufen bin, das ist eigentlich so unter den RPG Maker Texturen? Kann man Texturen sagen? Ich weiß nicht, ob man Texturen sagen kann. Auf jeden Fall ist es darunter bekannt, dass es so ein Höhlenabstieg ist. Egal. Was soll, 2 Level ab, hurra. Verteilen wir mal wieder eben schnell die Punkte. Irgendwie bestehen die letzten Parts immer nur durch Kämpfen und Punkte verteilen. Was mich irgendwie ziemlich ärgert. Siff, ja. Alles auf Magie, Angriff und so. Bla. Okay, und 5 machen wir dann nochmal auf Geist, ja. Okay, noch auch nochmal 25 Punkte. Alles auf Geist. Jetzt komme ich aber ins Überlegen. Ach, machen wir mal irgendwie, jetzt versuchen wir es auf ein Gleichgewicht zu bringen. So, und 5 Punkte dann noch auf Geist. Irgendwie so. Habe das zu. Bidu, wo kommen wir jetzt raus? Oha, ein Schatz. Yay. 5 Verbände. Wie nützlich. Not! Oh, ich habe einen Notwitz gerissen. Ich bin lustig. Ach, du wieder. Nervig. So, aber ich suche jetzt eigentlich noch andere Sachen. Oh, ein Schleimgegner. Den mache ich mal eben kaputt! Ich sage einfach mal jetzt nichts. Nö. So. Ich möchte gerne weitergehen. Nichts. Nö, nö. Ja, Erfahrung schön. Geld. Hurra. So. Ha! So. Hier durch. Und wo kommen wir jetzt lang? Moment mal. Waren das die gleichen? Na egal. Kämpfen wir gegen das Ding. Ich habe mal beschlossen, die Aufnahme so wieder zu beginnen, weil irgendwie ist es mal etwas Frischeres so. Egal, links lang. Ja. Ein Kampf. Wer hätte es gedacht? Bis gleich, Leute. Yay, wie erfrischend. So. Bitte. Oh Mann, das kann doch nicht euer Ernst sein, ey. Macht doch hier nichts anderes mehr als kämpfen, ey. So. Ich bin sprachlos. Und ich sollte eigentlich gar nichts sagen, so sprachlos bin ich gerade. Ein weiterer Kampf. Also gut. So, hurra. Hoffentlich gibt's hier mal was. Oh Mann, ich könnte sowas schon. Ich muss in diesen Kampf rein. Da, weil jetzt hat es wenigstens mal einen fairen Abstand. Aber naja. Wow, wow, das war... Oh, natürlich. Ich wollte schon sagen, fast fair, aber naja, was soll's. Als ob. Okay, und ich sollte mal wieder auf die Werte gucken, weil irgendwie, glaube ich, haben wir... Ja, es haben wir wieder ein paar Leute Wertepunkte bekommen, weil wir irgendwie immer Level erreichen. Komischerweise, ich verstehe es selber nicht. Nein, ich verstehe es nicht. Egal. So, 5 und weil es noch so schön ist, irgendwie auf Agilität, so. Und hier hat nichts, aber Sif, hurra. So, Sif, wir wollen deine geistige Stärke mal erhöhen, weil du bist uns irgendwie ein bisschen dumm. So. Und noch 5 Punkte auf Geist. Hurra. Nun lass uns weiterziehen, Freunde. Hoffentlich kommen wir mal zu irgendwas, was nicht einfach nur nach Gegner aussieht. Hallo, Gegner. Na, muss ich ihn nicht kämpfen? Ach, nö, muss ich mal nicht. Was für ein Wunder. Sieht mir nach klarem, kaltem Wasser aus. Sollte man mal probiert haben. Klares, kaltes Wasser kosten. Ich bleib bei Bruder Alkohol. Guter Spruch, aber nein. Klares, kaltes Wasser probieren. Yay, geheilt. Cool. Okay, ich möchte jetzt eigentlich auch mal schon mal mich einen Speicherpunkt... mit einem Speicherpunkt in Sicherheit wiegen, aber... Wir finden nur einen Weg nach draußen. Ist das richtig? Sieht verdammt richtig aus. Oh, ein Fragezeichenort, weil wir noch so viel Zeit haben. Gucken wir nochmal hier rein. Oh, eine Tür. Abgeschlossen. Diese Tür. Das ist unser nächstes Ziel, was wir erstmal machen wollen. Wir wollen diese Tür öffnen. Und weil es heute so ein kurzer Part ist und weil ich eigentlich nur ein 15-Minuten-Video machen wollte, aber irgendwie dann mir aufgefallen ist, what the fuck, ich sitze hier seit 45 Minuten dran, ist mir die Zeit ein bisschen flöten gegangen, deswegen muss ich jetzt schon aufhören, Leute. Also sage ich. Tschüss, bis zum nächsten Mal, ich bin draußen. Und bevor ich aber gehe, guck dir mein Geld an. What the fuck, ich habe so viele Kämpfe gemacht. Ich kann nicht mehr. Also, tschüss und ich bin draußen.